Weiter geht's mit einer neuen Folge EA Sports 24 mit dem VfL Wolfsburg. Wir spielen heute gegen Köln und Freiburg. Startformation für dieses Spiel wird diese hier sein. Jetzt gegen Köln haben wir zum Glück ein Heimspiel. Tabellensituation ist, wir müssen weiter siegen, um oben dran zu bleiben für die europäischen Plätze jetzt im Saison-Endsport. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst doch gerne ein kostenloses Abo da. Würde mich natürlich auch sehr, sehr freuen. Ich habe jetzt einmal den Scout zurückgerufen in der Jugendakademie. Denn ich möchte den gleich feuern und dann warten, bis wir einen Scout haben, der volle Sterne hat in den jeweiligen Kategorien. Also ein komplett allen Kategorien, genau. Aber so lange müssen wir halt warten. Das ist die Startformation und dann würde ich sagen, gehen wir rein. Let's go. Pressekonferenz gibt es nicht, aber natürlich wieder ein Vorbericht. Auch Webu und Martel sollten wir auf jeden Fall ein Auge haben. Köln ist immer Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage. Laut der Reihenfolge müssten sie eigentlich wieder verlieren. Könnte uns natürlich zugutekommen. Beste hat eine Rotsperre und dann würde ich sagen, gehen wir rein. Also heim läuft es ja im Moment nicht so gut bei uns. Da gab es ja gegen Schalke nur dieses 1:1. Davor haben wir, glaube ich, gegen Frankfurt verloren. Genau. Sollten also jetzt mal wieder heim gewinnen, unseren Heimfans mal wieder was Gutes tun. Let's go. Übrigens Köln, wie gesagt, setzt hier ganz klassisch auf Konter. Meier, Tomasch, wieder Tomasch und der macht es. 1:0. Dieser Tomasch ist unglaublich gut drauf. Aber auch wieder gut vorbereitet von Maier. Oh, ja, richtig gut gespielt. Und Tomasch macht da weiter, wo er aufhört. Das ist jetzt schon sein 7. Saisontor. Ich glaube, damit ist er unser bester Torschütze. Das hätte ich niemals gedacht. Ich meine, wir haben Mokoko auf der Bank, wir haben einen Ferguson auf der Bank, aber nein. Tomasch regelt. Und Tomasch probiert es wieder. Ja, gar nicht so schlecht. Unsere Nummer 11. Der Schuss war auch gar nicht. Oh, doch, geht einen knappen Meter daneben. Aber trotzdem, gute Anfangs 10 Minuten und wir belohnen uns sogar. Auf Tomasch, der auf Meier. Links wäre komplett frei, Wimmer. Wieder auf Tomasch, der fackelt nicht lange, aber Schwebe steht halt auch gut da. Oh, es war jetzt mal gut gespielt. Bayern geht übrigens in Führung, by the way. Die müsste Schröder haben. War ein bisschen unsicher da. Maja, wie viel Freiraum er da hat. Wird er nicht angegriffen und das ist beinahe das 2:0. Aber wie viel Freiraum da Meier auch hat, ne? Ja, aber dann geht er doch deutlich daneben. Bemüht, das Spiel zu machen, aber es gelingt halt. Die finden halt die Lücke nicht. Jetzt ist jetzt der erste. Oh, Jens, das ist nicht gut, aber Schröder kommt raus. Wichtig. Oh, das war jetzt mal ein bisschen wuselig da, aber können wir zum Glück gut lösen. Wir führen 1:0 völlig verdient, aber es hätte auch eben noch 1:1 stehen können. Ballannahme und jetzt geht es hier durch die Mitte. Pino. Pino, oh, es ist stark gespielt. Nee. Oh, doch, was? Und das ist beinahe das 2:0. Tell. Tell. Kriegt den Ball da nicht rüber. Jetzt muss er doch mal abspielen. Mokoko! Ah, zu zentral. Schade. Oh, das war kein guter. Und Mokoko, er macht es! Auch das erste Tor im ersten Spiel. 2:0. Das war wieder ein Abwehrfehler, ne? Ich glaube, der Torhüter hat falsch abgeworfen. Und dann steht es hier 2:0. Den Jubel habe ich bis jetzt auch noch nicht gesehen. Genau, da der Abwehrspieler und Gelhard schaltet am schnellsten und Mokoko mit dem Rücken zum Tor zum 2:0. Das ist höchstwahrscheinlich der erste Heimsieg seit langem mal wieder. Aber das haben sich die Fans auch einfach mal verdient. A few moments later. So. Ist
Da Franz, Ruiz. Vorsichtig. Jens hebt das Abseits nicht auf. Nochmal rübergelegt. Ja, ich hab's kommen sehen. Oh, Bebou. Jetzt wird's doch nochmal wieder spannend. Tell. Starker. Linker. Ist jetzt hier ein Spiel auf ein Hin und Her. Da ist Chill Hart. Kopfball. Was? Den nimmt der aber. Richtig gut. Beinahe das 3:1, das wäre dann die Entscheidung. Ja, Petit auf dem Flügel heute ein bisschen blass. Aber ich musste ihn da spielen lassen. Denn Jel Hart hat da sonst ein Minus. Der kann das nicht ganz so gut. Nein. Oh Gott, Schröder hält uns hier. So, komm bitte. Aus der Gefahrenzone, weg damit. Jel Hart. Und wir gewinnen am Ende dann doch mit einem Zittersieg 2:1 gegen Köln. Das ist der erste Heimsieg seit langem mal wieder. Aber bleiben oben dran. Jetzt mit 33 Punkten. Sehr gut. Jetzt geht's im DFB-Pokal gegen Leipzig. Ist quasi auch eine sehr, sehr schwierige beziehungsweise sehr, sehr unlösbare Aufgabe, wie es scheint. In der Realität sind wir immer gegen Leipzig jetzt rausgeflogen. Gab es jetzt auch das Achtelfinale vor kurzem, auch in Real, im DFB-Pokal. Und das wird es geben. Genau. Startformation wird diese hier sein. Wir müssen alles versuchen, haben zum Glück aber ein Heimspiel. Und würde ich sagen, gehen wir rein. Es gibt sogar eine Pressekonferenz, die nehmen wir natürlich mit. Willkommen zur Pressekonferenz. Wir sind nur ebenbürtig. Wir müssen vorsichtig sein. Unsere Taktik hat sich bewährt. Wir müssen gleich mal gucken, welche Taktik Leipzig nimmt. Deswegen müssen wir es vielleicht auch mal anpassen. Müssen wir mal gucken. Damit sind wir am Ende. So, Vorbericht. Das ist jetzt wichtig. Ich denke mal bei Tiki-Taka, ne? Ne, Gegenpressen. Okay. Dann gehen wir rein. André Silva, der ist wieder nach Leipzig gewechselt. Oder war er nur ausgeliehen in echt? Das weiß ich gerade gar nicht. So, Thiago Thomas natürlich bei unserer Seite. Bis jetzt unser Top-Stürmer. Meier auch. Spielt eine richtig gute Partie. Hä? Oh, stark Wimmer und den macht er! 1:0! Lovren Meier mit der überragenden Vorbereitung. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Tomasch liegt da auf Meier, der sieht Wimmer und Wimmer halt gefühlvoll 1:0. Das ist die frühe Führung. Patrick Wimmer, nice. 1:0, wir führen. 10. Minute. Ah, Kossa wird unterlaufen. Vestes klärt gut zur Seite. Kossa. Nein. Oh Gott. Bono, nimm ihn. Was? Ey, dieses Pressen. Oh mein Gott, ja. Hat sich da auch jemand verletzt? Nein, Tomasch hat sich verletzt. Oh, das gibt es nicht. Wir müssen Tomasch rausbringen. Bringen wir erstmal Ferguson rein. Ja, es war. Tomasch auf Meier. Meier! Oh, schade. Müsste es leider wechseln. Thiago Thomas, unser bester Torschütze, geht raus. Will man mit dem Eckball wieder auf Pino. Geht aber rüber. Lovren Meier. Oh, er macht das überragend. Das ist wieder die erneute Führung. Lovren Meier ist bei uns im Moment der beste Spieler. Auf den Mann ist einfach Verlass. Ah, die Vorbereitung war halt auch ganz gut, ne? Die kommt von. Ich kann es gerade nicht erkennen.
Ich glaube von Ferguson, ne? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Boah, stark. Nofro Meyer. Ferguson, ha, wird er da ein bisschen abgedrängt. Pino. Ah, das war ein... Wimmer ist doch da komplett frei. Den nimmt er direkt. Oh. Kraus. Tom Kraus. Nächste gute Möglichkeit. Gibt nochmal einen Eckball. Wieder Wimmer. Wieder. Oh oh. Jetzt gibt es hier die Kontermöglichkeit. Nochmal kurz vor Ende. Nein. Bono. Was? Rot. Warum? Oh oh, Bono sieht rot und Olmo jetzt. Weg mit dem Ball. Gut, wir müssen uns in der zweiten Hälfte neu organisieren. Bono hat rot. Es wird extrem schwer. Ferguson. Nächste Möglichkeit. Wimmer. Nee. Nein, komm bitte. Oh Gott, Leipzig macht nichts draus. Aber was war das für ein Fehler? Von wem? Von Kossa. Boah. Oh, Luis. Victor Luis. Victor Luis, er macht es. 3:1 in Unterzahl. Was ist denn hier los? Überragende moralische, aufwendige Spielerleistung, was wir hier bringen. Es ist echt krass, was wir für eine Moral haben, ey. Harto. Nein! Oh Mann! Das gibt es doch nicht! Ich muss wieder auf ausgeglichen stellen. Muss ich wieder hier umstellen, weil ich jetzt... Ne, ist alles richtig. Oh Mann, das ärgert mich. Also wenn du tief stehst, stehen die halt nur daneben. Was ist das jetzt? Ich krieg Kossa nicht! Ich krieg einfach Kossa nicht! Es ist unglaublich! Mann! Ey, was ist das? Oh mein Gott, weil ich den einen Spieler wieder nicht bekomme. So habe ich jetzt auch mal ein bisschen irgendwie Glück. Jo, Kaminski, es geht doch. Es geht doch, Leute. 4:3, es ist absolut verdient. Es ist absolut verdient. So, und jetzt werde ich nicht auf defensiv stellen, weil sonst passieren halt wieder so unnötige Gegentore, dass wir nicht das Abseits aufstellen. Ich meine, diese Tiefe auf 71 ist schon wirklich enorm OP. Das andere macht halt einfach keinen Sinn. So, und jetzt bitte kein Gegentor. Und wenn sich jetzt noch eine rote Karte kassiert, ist es mir egal. So. Oh ja, wichtig von Tell. Tell, komm. Ja, wir sind weiter. Mit einem Mann weniger. 4:3. Was für eine Energieleistung. Oh. Fällt mir gerade ein Stein von Herzen. Ich habe mich beim 3:3 mal wieder richtig aufgeregt, weil es einfach nicht sein kann. Aber es ist eine richtig gute Teamleistung. Wir sind im Viertelfinale. So, das war's dann auch wieder mit dieser Folge. Guckt natürlich auf die Tabelle. Trotz dieser Niederlage gegen uns bleibt Bayern Erster, dicht gefolgt von Dortmund mit 41 Punkten. Dann Gladbach, Union Berlin, Leipzig, Leverkusen und dann kommen auch schon wir. Haben damit jetzt den siebten
Platz gefestigt. Schlagdistanz zu Leverkusen und Leipzig ist gegeben. Und ja, es ist jetzt schon, ich will es nicht sagen, großes Loch, aber von Platz 9 auf Platz 7 sind es dann jetzt schon erhebliche Punkte. Frankfurt dann mit 25, Köln, Schalke. Als nächstes Spiel übrigens gegen Freiburg, die stecken im Abstiegskampf. Oh Wunder, hätte ich jetzt nicht gedacht. Berlin, für die scheint es wahrscheinlich auch nach einer Saison Fußball wieder runterzugehen. Schalke relativ stabil mit 21 Punkten. Genau, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.